Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija Topfgucker. Was habe ich heute gekocht? Lieferservice, nix. Ne? Hier Hähnchen auf Reis, Kartoffeln. Das ist das Beste. Hawashi. Ne? Fladenbrot mit Hackfleisch drin. Und hier mit Tomeya und scharfe Tomeya. Dann hier passend für das Molokhea. Salata. Bismillah. Konnte jetzt nicht sagen, mein Mann ist nicht anzogen mal wieder. Molokhea. Ja. Alles. Mit wem esse ich, sagt er. Guck mal, Hawashi. Alles ist erlaubt. Cocktail. Guten Appetit. Shukran Mahmoud. You cook good in Hadra. I was the best cook, the best chief I was today. Ich habe 3 Stunden geschlafen mit meiner Schilddrüse. Also, mal gucken. Schmeckt auf jeden Fall. Eins habe ich schon probiert, sehr gut. Ich habe mir das gewünscht, Hawashi. Weil Lohn ist da, gell? Da muss man Okbot. Da muss man wieder Sachen bestellen. Ist ja logisch. Oh, lecker. Abendessen. Lecker, schmecker. Man hab schon abbissen. Ich konnte es wieder nicht ausmachen. Nee, das ist für Amina. Willst du auch mit Wurst? Ja. Der Kachel lass was weg. Dann nimm's. Ist auch egal. Und das ist deins noch. Nein, ich meine mit Gymna. Okay, yalla. Bon Appetit. Heute mal schön lecker essen im Bett. Die Kinder sind weg. Ich gönn mir selbstgemachte Spaghetti. Also wirklich selbstgemacht, auch die Soße. Alhamdulillah, draußen ist eine Hitze. Ich bleib hier im Haus. Ja, guck mir Filme an und bin ein bisschen am Relaxen. Ja, Mahmoud ist mit Jonas auf einer Hochzeit. Also die machen jetzt ist Nachmittags, ne? 15 Uhr, 16 Uhr. Die essen dort. Amina ist im Karate. Und ich gönn mir Spaghetti. Komm weiter runter, sonst sieht man den Hintergrund. Schufenbode, alles egal. Hawashi von unserem Dorf. Lieferung. Und wie schmeckt es eigentlich? Also ich finde es lecker. Ich habe mir Fett Ketchup drauf. Ja. Ja, ist halt was anderes. Ist wenig Dings. Lachen wir mal froh mal. Aber für so ein Abendessen 2 Hawashi, super. Und dass wir noch ein bisschen zeigen, das ungesündeste Essen der Welt. Lecker, schmecker, Plastik, aber lecker. Ich lieb's auch. Sag Plastik? Was, Baba sagt doch immer Plastik und am Ende isst er dann alles weg. Komm, mach mal auf hier die Chicken. Ist schon alles weg. Das ist so gut. Lecker, schmecker. Ich hab also schon so lange nicht mehr Dings da gegessen. Wir haben mitgebracht das Luxor für die Mausi. Die geht jetzt ins Karate und tut noch ein bisschen essen. Den Rest tust du ins... Wenn es einen Rest gibt. Ja, gehst du mit vollgefressenem Bauch zum Karate, Habibde. Bon Appetit. Schon wieder fertig. Das ist der zweite Teller. Schmeckt lecker, ha? Huh? Also, das ist Milchreis aus Deutschland von der Oma. Gell? Ja. Geht's dir besser ein bisschen? Ich sehe noch glasige Augen. Er ist noch krank. Ah ja, mir geht's super. 1-2-3-Tabletten. Will ich auch eine nehmen? Die sind so große, die muss schlucken. Also, Milchreis aus Deutschland, fertig. Und der Younes guckt Adriano Celentano. Ein alter Film. Ja, Bon Appetit. So, ein bisschen Topfgucker-Video. Es gibt heute gebratene Zucchini in Panade, aber hier ohne Ei. Und die nächste Fuhre ist mit Ei. Ja, weil Mahmoud ist ja ein bisschen wählerisch, der isst nicht so oft Ei. Ei mit 2 Eier verquirlt mit Milch und Salz. Hier ist die Panade und dann, ne? Und der Rest gibt Cookie und Pommes für mich und die Kinder. Ja, und Mahmoud isst vegetarisch heute. Das war ganz spontan, weil ich habe die großen Zucchini gefunden. Das habe ich noch nie gesehen in Ägypten. Sage ich, yalla, dann machen wir halt das. Gell? Auch nicht schlecht. Zucchini-Schnitzel. Ja, Kinder können nicht warten, weil sie muss gleich weiter zur Lerngruppe. Die ist ein bisschen mit Mayonnaise. Hier, probier mal, Jonas. Guck mal, die hat schon irgendwo abgebissen, ganz schnell. Wo denn? So, hier gebissen. Guck mal, schmeckt's gut? Hast du noch nie gegessen? Ist da. Zucchini, Kosa, paniert, wie Schnitzel. Mmh. Gut? Echt? Das ist voll wie Sammer. Und du? Du, hier. Das ist mit Ei, genau, wie Sammer, Upsala. Wie paniert das Ei?
Schnitzel. Was? Ich habe so einen Geschmack, noch nie geschmeckt. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man gewöhnt sich dran. Also ich mag. So, Bon Appetit. Baba kommt, Pommes sind noch am Machen. Ihr seid einfach zu schnell. Baba ist noch nicht mal gekommen vom Beten. Ja, das war's im Video. Ihr seht hier meine Panierten. Ja, die habe ich ein bisschen dicker geschnitten, dass es schneller geht. Ne? Kann ich 100 Scheiben da, 100.000 Kilo Öl verbraten. Hier, das sind die nächsten. Oh, hat er mir verbrannt. Und die nächste und hier sind die Pommes. Ne? Yalla. So, da könnt ihr mal gucken. Alles voll, jeder hat gegessen. Ich habe das hier so reingeschmissen. Ja, ist halt so, gell? Wie bei McDonald's. Also, weiter mit ungesundem Essen. So, Dele, mal wieder was Fettiges, damit wir auch wirklich das Ungesunde immer zeigen, was wir so uns reinschnabulieren. Das ist jetzt Pute, das ist eine von unseren Puten. Wir wissen nicht welche, irgendeine. Immer im Kühlschrank, im Gefriertruhe. Natürlich der gute ägyptische Reis, das ist ein bisschen was Gesundes, muss aus sein, ne? Ein guter Salat und Patates in gekocht, diesmal nicht im Ofen, sondern gekochte Kartoffeln. Na, und er darf nicht. Das nennt man Kaiser. Nee, wie heißt das? Fino. Also, and it's good. Gut. Das ist natürlich gut. Super gut. Aha. Salata. And now. Salt too much or missing? No, on the point. On the point. Alhamdulillah. Yeah, and the good lahma. I like the skin. Malish. Lecker. Ja, Überraschung. In unserem Kochvideo machen wir hier. Oh, was ist denn das? Okay. Zeigen wir euch auch mal ein Buffet von dem Hotel Titanic Beach. Sehr lecker gemacht. Das ist die Salatbar. Also sehr viele gute Salate. Hier ist Eis. Das ist kühl von unten. Okay. Und hier Kartoffeln. Guck mal schön, das sieht lecker aus. Ja. Hab schon eine Österreicherin kennengelernt, die hat schon. Hier, guck mal, lecker. Gutes Salat. Auberginen sind das. Rote Beete. Gurken, Kraut, alles da. Moment, oh, malig, sorry. Ketchup. Das hat die Mausi gesucht. Ja, dann haben wir. Hier, was ist das für ein Dressing? Das sieht noch komisch aus. Mayonnaise wahrscheinlich. Und das ist Senf. Halli, guck mal, Ketchup. Hast du gefunden? Ah, okay, alles klar. Gut, Mausi, was hast du noch genommen? Den willst du, den Salat? Guck mal, da vorne. Und der Mr. Mahmoud. Das ist Samek, alle Fikrak. Sag mich Cookie. Okay. Cookie eher in der Holiday. Okay, jetzt wollte ich euch weiter zeigen. Das hier, das ist auch super lecker. Das werde ich wahrscheinlich später mal ein Stück probieren. Beef Terebianco. Das ist italienisch, das ist mit Salsa-Soße. Super lecker. Sag, guck mal, den Baba, der soll von hier nehmen. Mahmoud! Das muss unbedingt Mahmoud probieren. Das will ich nämlich auch. So, hier haben wir die Brotecke. Natürlich Kolauge weckle, aber so voll hart. Wahrscheinlich noch vom Frühstück. Ja, ich bin nicht so der Brotesser. Gar nicht. Und wenn, dann nur frisch gebacken. Ich mag das nicht so. So, guck mal, hier ist alles voll. Zeige ich euch. Hier, Zucchini. Was ist das? Reis mit Hackfleisch und Bohnen oder was? Keine Ahnung. Ist das Fisch? Ja, Fisch. Ah, gebratener Fisch. Zucchini, dann haben wir Moussaka. Moussaka, genau. Das ist mit Aubergine, das habe ich auf meinem Teller gehabt. Bettingen, Kosa, Lachma Mafruma, Bechamel, sa? Ayo, hau da. Marschi. Das haben wir hier Kartoffeln mit Salsa. Dann haben wir gebratenes Gemüse. Habe ich auch auf dem Teller. Und das weiß ich nicht. Linsen, was ist das? Gemüse-Ragout. Naja, alles, was nicht mehr gegessen wird von den anderen, wird nochmal aufgekocht für den nächsten Tag. Da habt ihr das.
Und guter Reis, der ist ein bisschen noch nicht fertig gekocht. Hier haben wir die Basbusa-Ecke. Guck mal, der Nachtisch. Lecker Schmecker. Ach, Gulasch. Das ist Gulasch, nicht wie bei uns der Gulasch, sondern Gulasch. Eingewickeltes Zeug mit Honig oder ägyptischer Sirup. Ah, Fausi-Ecke, guck mal hier. Alles Balach, lecker Schmecker. Das riecht gut, die Guava. Und das sind Rotpflaumen. Und ich kann jetzt nicht gehen, weil der Mann hat hier Gewicht. Aber ihr seht, Apfel. Guck mal hier, wow, lecker Schmecker. Torten. Hier, das sieht super lecker aus. Schaut mal. Ja, süß, ne? Aber wahrscheinlich beißt man sich die Zähne an dem Ding aus. Die hatten Upsala, sorry. Ich glaube, das war Russisch, die hat mich nicht verstanden. Ich muss aber auch immer mit jedem reden, gell? So, lecker, lecker. Okay, jetzt kannst du. Hier ist, muss ich ganz kurz, mal ganz kurz zeigen. Was ist das? Ah, die Pasta. Pasta Bess. So, sorry. Was haben wir hier? Ah, und hier kannst du praktisch die Soßen dann. Die tun die frisch kochen für dich. Mit Würstle, mit allem. Okay, super. Okay, das war's. Ja. Ah, hier gibt's nochmal Pommes. Und draußen haben wir ja die Kofta und den Fisch gegrillt. Was haben wir hier? Ah, stimmt. Das ist Pasta mit Tomatensauce, aber nicht empfehlenswert, sage ich euch ehrlich. Beef Burger, keine Ahnung. Kartoffelbrei würde ich jetzt auch nicht essen. Und das sieht nach Nachtisch aus. Alles, die Reste wieder zusammengemischt für den nächsten Tag, ihr wisst. Und hier kriegt man Kaffee. Ja, das ist jetzt, das war's dann mit dem Video, ne? Gucken wir mal, was morgen gibt, Frühstück. Ansonsten, wo ist mein Mann? Hier ist unser Tisch. Guck mal. Der Reis ist doch nicht fertig. Findest du den gut? Ist der Reis für dich fertig? The Russ is ready for you. Not. It's full hard. Der Reis ist doch von gestern. Schmeckt der dir? Na, try the Russ. Das ist Kraut. Malisch. Jetzt haben wir aber viel hier, du. Also, das war's. Ein super Buffet. Super. Also, das war's im Video. Bis die Tage, Marcelena. Bye, bye. Und wer sehen will, was es weiter gibt auf dem Ägypten-Vlog-Familie-Kanal, da machen wir Urlaub in Ägypten. Könnt ihr gleich reingucken, was wir da so treiben, ne? Und Familienzimmer. Hoho. Bis dann. Bye, bye. Ach, das war die Frau, die ich kennengelernt habe, die Österreicherin. Die ganz nette. Also, bye.